Die stärksten Geschichten sind die wahren. Von Würde und Verletzbarkeit. Licht und Dunkelheit. Wir sind, weil du bist. Alles Menschen im Gespräch mit Veit Lindau. Hey, liebe Menschen da draußen, hier ist der Veit mit einer weiteren Episode in meinem Podcast Alles Menschen. Und wie immer freue ich mich darauf, euch heute einen spannenden Gast präsentieren zu können. Erik ist Experte in Gesichtlesen und Antlitzdiagnostik. Er hat vor mehr als 15 Jahren seine Karriere in der Unterhaltungsindustrie aufgegeben, um Gesichtlesen als eine antike Kunst sowie als ein innovatives Werkzeug für moderne Gesichtsanalyse zu erlernen. Und ihr kennt mich ja, ich bin ja von Natur aus skeptisch, deswegen habe ich ihn natürlich in dieser Folge herausgefordert und gebeten, mein Gesicht zu lesen. Am besten ihr entscheidet selbst, ob er richtig liegt. Ich war jedenfalls erstaunt. Herzlich willkommen, Erik. Ich muss einmal fragen, wie wird dein Nachname ausgesprochen? Standop? Genau, du hast die freie Auswahl. Okay. Beides in dem Badischen zu Hause. Meine Mutter hätte sogar Standop gesagt. Okay. Mein Vater hätte eher Standop gesagt. Ja. Und ich wähle die Zwischenvariante Standop. Standop, okay, cool. Erik, bevor wir die Menschen mehr darüber verraten, was du eigentlich heute tust, ich finde es immer total spannend zu gucken, wie ist jemand zu seiner Berufung gekommen? Hast du Lust, uns mal mitzunehmen auf deinen Lebensweg? Also wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Gerne, es ist ja ich glaube für jeden, der dann einen gewissen Weg gegangen ist, ein langer Weg und es ist ein Weg, den man oft erzählt hat und manchmal wird man auch ein bisschen müde, aber ich habe gemerkt, dass das für die Menschen trotzdem wichtig ist, zu wissen, wie jemand auf diese Etappe seines Lebens gekommen ist. Und bei mir war es, wie bei vielen einigen anderen auch, natürlich bin ich nicht in dieser Profession auf die Welt gekommen, obwohl jeder als Gesichtleser auf die Welt kommt. Das müsste man vielleicht trotzdem unterstreichen. Aber ich habe natürlich auch eine andere Berufsgeschichte. Ich war in der Unterhaltungsindustrie zu Hause. Da gehörte Kino dazu, Freizeitparks, Computerspiele, Fernsehen, solche Dinge. Dort ging es mir eigentlich ganz gut, zumindest was die Karriere anging, aber nicht die Gesundheit. Ich habe 2 Burnouts gehabt. Mhm. Beim zweiten Burnout, das ist jetzt 18 Jahre her, da ging es dann wirklich gar nicht mehr. Ich habe deshalb erstmal meine Sachen gepackt und bin geflohen. Also ich war nicht auf spiritueller Suche und ich war auch nicht auf Heilsuche, sondern ich wollte nur abhauen. Ich wollte einfach nur weg von allem, was mich stresst. Und auf einer dieser Reisen habe ich dann in Südafrika eine erste Gesichtlesen-Erfahrung gehabt. Am Strand in Bloemberg, in der Nähe von Kapstadt, hat mich ein älterer Herr, der eigentlich gar nicht so vertrauenserweckend aussah, er hatte nicht mehr ganz so viele Zähne im Mund und war alkoholisiert und hatte schäbige Klamotten an. Der hat mich gelesen und ich war eigentlich geschockt, wie jemand, den ich nie als vertrauenswürdig hätte anerkennen können, wie so ein Mensch auf einmal mir so viel über mich sagen kann. Aber auch damals, ich war sehr strategisch. Ich wollte unbedingt das lernen, nicht um danach selbst sowas zu tun, sondern um es zu benutzen in dem Beruf, in dem ich unterwegs bin. Und vor 18 Jahren zurückzukommen nach Deutschland und dann jemanden zu finden, der mir das beibringt, das war unheimlich schwer. Es gab damals immer dann so die Hinweise auf Erkrankungen im Gesicht. Das fand ich aber nicht so spannend. Und es gab höchstens das mystische chinesische Lesen. Ich wollte eigentlich viel praktischere, umsetzbare Sachen kennenlernen. Fand ich nicht. Ich habe dann aber über eine Heilpraktikerschule, bei der ich war, bei der ich eigentlich was für mich tun wollte, meine Ernährung umstellen, da habe ich eine Lehrerin gehabt, die mich auf mein Gesicht ansprach und sagte, du hast doch Dünndarmproblematiken. Und ich sagte dann, Moment mal, wo hast du denn das her? Und da bekam ich dann einen Kontakt zu einem deutschen Lehrer. Mit dem bin ich dann in Kontakt gekommen. Ich war 1,5 Jahre bei ihm Schüler in seiner, da wie er sagte, letzten Klasse. Und habe dann versucht, vor 16 Jahren was zu starten in Deutschland. Das ging aber völlig in die Hose. Hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich eigentlich aufgegeben. Stand in einem Coffeeshop meines besten Freundes und habe den Menschen doppelte Espressi gemacht und habe denen dann noch erzählt, dass sie Eisenmangel haben. Also es war ganz gut für den Coffeeshop, für mich nicht so. Und dann bin ich irgendwann nach Südamerika, um eine neue Inspiration zu kriegen und stieß in Südamerika schon wieder auf einen Gesichtleser in Kolumbien und dachte mir, das gibt's doch nicht. Also wie kann denn der in Kolumbien davon leben? Ich kriege das nicht hin. Mhm. Und dann
dann wurde ich wirklich sehr kalkulierend. Ich habe einfach überlegt, wo kann man denn davon leben, wirklich? China hat die Recherche ergeben. Eric, kannst du Chinesisch? Nö. Aber in Hongkong spricht man Englisch. Also auf nach Hongkong. Und am Flughafen in Hongkong habe ich Geld umgetauscht und erhielt einen Geldschein, auf dessen Vorderseite das Übliche war, die Zahl der Währung etc., 500 Hongkong-Dollar. Und auf der Rückseite war eine alte Gesichtlesenmappe und ein biometrisches Gesicht. Krass. Ich habe den Schein immer noch bei mir, sogar in Griffweite. Und dieser Schein, ach, ich kann ihn ja auch mal hochholen. Ich habe ihn jetzt nicht zum ersten Mal gezeigt, aber vielleicht sieht es einer zum ersten Mal. Das ist dieser Geldschein, den habe ich immer bei mir behalten. Mhm. Und auf der Rückseite Gesichtlesmappe, biometrisches Gesicht. Und ich habe mir das als Hinweis genommen. Also, wenn du auf Zeichen wartest, das ist eines. Das heißt, so viel wie hier kannst du davon leben. Und mit Umwegen ging es dann auch. Und nach kurzer Zeit, nach einem Jahr, nachdem ich da gearbeitet habe, ist dann ein chinesischer Lehrmeister über mich gestolpert. Der fand das nicht so toll, dass ich in seiner Stadt da so ein bisschen seine Leute abgrabe. Und dann hat er das gemacht, was mir hinterher doch sehr geholfen hat. Er hat mich zu seinem Schüler gemacht und ich war 6 Jahre bei ihm. Wow, 6 Jahre. Ja, und ich war am Ende empört, als die 6 Jahre vorbei waren. Weil mein Verstand natürlich mit 6 Jahren nichts anfangen konnte. Wir kennen ein Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre, 10 Jahre. Ja. Jetzt sagt er nach 6 Jahren, das ist Schluss. Und mein Verstand, Moment mal, da fehlt ein Jahr. Oder habe ich ein Jahr nachsitzen müssen? Irgendwas ist doch hier, stimmt doch nicht. Ja, also ich muss gestehen, Typologien lösen bei mir immer so eine Mischung aus Faszination, weil ich selbst persönlich auch immer wieder verschiedene Einschätzungen erfahren habe, also die mich wirklich entscheidend weitergebracht haben. Gleichzeitig bin ich immer skeptisch, weil ich denke, vielleicht reden wir uns das alle nur ein. So, wenn du da 6 Jahre warst bei deinem chinesischen Meister, also was sind die Wurzeln dieser chinesischen Lehre? Also wo kommt das dort her? Also erstmal ist es die Wurzel, die wir alle haben. Du findest diese Gesichtlesekunst überall auf der Welt. Mhm. Die Chinesen sind nur dran geblieben, könnte man sagen. Mhm. Also wir haben nicht diese Aufklärung erlebt und dann das industrielle Zeitalter und eben Einsatz der Maschinen. Und deshalb hat das seine Tradition bewahrt. Mhm. Es geht alles am Ende auf das I Ching-Buch zurück. Und im Endeffekt ist es eine Urkunst des Menschen. Ich meine, wir haben ja mehrere hunderttausend Jahre damit verbracht, nicht zu sprechen. Wir hatten nur Grunzlaute und haben denn Konversation betrieben? Über Mimik und mit den Händen haben wir wahrscheinlich auch noch was gemacht. Ne? Deshalb, ich weiß gar nicht so, ob das nur eine rein chinesische ist, aber sie ehren ihre Meister. Man weiß heute noch, wer der Meister war 1123 und wer es 1710 war. Also da gibt es eigene Listen dafür. Mhm. Wann bist du wieder zurückgekommen aus Hongkong? Immer wieder. Ja, ich habe immer wieder versucht, hier auch das Thema anzubringen und habe eine lange Strecke von 4, 5 Jahren hinter mir, wo ich vor 3 bis 5 Leuten immer stand. Richtig final zurückgekommen, vielleicht vor 8 Jahren, 6 Jahren. Dann war aber USA ein großes Thema. Ich bin dann im Silicon Valley gelandet und hatte da meine meisten Kunden und bin jetzt aber aufgrund der Pandemie vor 2 Jahren wieder etwas bodenständiger nach Deutschland zurückgekehrt. Mit welcher Motivation kommen die Menschen zu dir? Sehr unterschiedlich. Mhm. Das hängt aber auch mittlerweile an mir, denn in China beispielsweise, in Asien allgemein, kommt ein Mensch zu einem Gesichtleser, weil er eine Problematik hat, eine Frage, die er nicht beantwortet bekommt. Die kann sehr banal, sage ich jetzt, ohne dass es banal sein muss. Zum Beispiel kommt jemand und sagt, ich habe seit 7 Jahren Rückenschmerzen, habe alles durchlaufen, keiner findet was. Mhm. Kannst du mir was dazu sagen? Mhm. Oder ein anderer sagt, ich will meiner Tochter einen guten Tipp geben, was sie studieren soll. Die macht im Moment nämlich alles. Kannst du mir da helfen, wie ich ihr das sage und was es denn sein könnte? Mhm. Und ein anderer kommt, ich bin verloren, ich weiß nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll. Also die Motivation in Asien ist sehr unterschiedlich, aber es ist oft eine fragende Situation oder eine Hoffnungslosigkeit, weil zum Gesichtleser geht man meistens nicht als allererstes. Mhm. In Europa ist es so eine verspielte Neugier lange Zeit gewesen, ließ halt mal los. Mittlerweile ist es eine pointierte Neugier, sag mir alles in meinem Gesicht zum Thema Liebe. Mhm. Neuerdings, jeder Zweite, sag mir alles in meinem Gesicht zum Thema Lebensaufgabe und Berufung, hat sehr zugenommen. In USA, das liegt aber an meiner Kundschaft dort, da arbeite ich halt sehr stark im Bereich Teambuilding,
Self-Enrichment, also Selbstverwirklichung, Selbsterneuerung manchmal sogar. Da geht es eher um, wie kann ich mich selbst bereichern mit dem Wissen über mich selbst. Mein Ratgeber ist dann mein eigenes Gesicht. Mhm. Oder indem ich mehr über mich erfahre, indem ich über andere mehr erfahre, indem ich mich in andere besser versetzen kann. Wie erklärst du dir selbst und anderen, dass sich die Wahrheit eines Menschen und sogar etwas über seine Berufung, seinen Lebensweg, also ja quasi etwas, was eigentlich in der Zukunft liegt, im Gesicht zeigt? Ja, das ist sehr individuell abhängig. Als Gesichtleser bist du Ratgeber. Und auch wenn der Eric so ein quirliger Typ ist da mit viel Feuer und er will gesehen werden auf der Bühne, wenn ich lese, trete ich drei Ecken zurück und beobachte und schaue zu, bevor ich etwas sage. Diese Beobachtung muss ich dann individuell rübergeben, je nachdem, wie mein Kunde es am ehesten verdauen kann manchmal und manchmal auch verstehen kann. Mhm. Wenn ich einen stark verkopften Menschen vor mir hätte, würde ich sagen, hör zu, dein Gesicht drückt alles aus, was du denkst und fühlst. Das liegt daran, dass dein Gehirn über Nervenbahnen mit deinem Gesicht vernetzt ist. Mhm. Übrigens auch deine Organe über Nervenbahnen mit dem Gesicht vernetzt. Und deshalb irgendwas, was da auftaucht, muss ja auch eine Information in sich tragen. Ja. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz für eher offene Menschen, spirituelle Menschen auch. Wir haben ja nicht umsonst solche Sätze, wie es steht ja auf der Stirn geschrieben oder Augen sind das Tor zur Seele. Ja. Auch das könnte man in irgendeiner Weise sogar noch mechanisch rational erklären. Ich bin sehr oft in der Mitte und deshalb gibt es auch Prügel von beiden Seiten. Für die Spirituellen bin ich manchmal zu nüchtern und für die Nüchternen bin ich zu spirituell. Aha. Ich fühle mich da manchmal, ich finde es dann auch schon wieder okay. Aber warum kann man eine Lebensaufgabe in einem Gesicht sehen? Na, erstmal scheitert es schon an der Frage, dass manche fragen, gibt es überhaupt sowas wie eine Lebensaufgabe und Berufung? Und ich sage, und das habe ich auch erst lernen müssen, ich bin noch nicht immer der Meinung gewesen, nichts auf diesem Planeten oder im Leben ist ohne Sinn und einfach sinnlos hier. Also hat auch unser Dasein einen Sinn. Mhm. Und wenn man diesen Sinn betiteln will, kann man sagen, der Sinn hat eine Aufgabe, eine Lebensaufgabe. Ne? Berufung suchen ja viele im Beruf. Dabei steckt ja das Wort Rufen da drin. Ich fühle mich berufen, das kann ja auch woanders sein. Ja. Und wenn man das erstmal akzeptiert, dann ist es vielleicht leichter für Gesichtleser, steckt die Antwort eigentlich in der Geburt. Du wirst geboren, bereits mit einer Persönlichkeit. Also Babys haben schon ein Wesen. Genau genommen ist aber im Gehirn vom Baby jetzt noch nicht so viel passiert. Also die Eltern und die anderen haben da noch nichts reingeworfen. Das heißt, das ist ja eigentlich clean. Und dieses Clean-Sein im Gehirn, also des Verstandes, hindert aber nicht daran, ein Wesen sich zu manifestieren und sich auch zu äußern unterschiedlich. Also Menschen, die 3, 4 Kinder haben, die wissen, dass die alle unterschiedlich sind. Und jetzt kommt eben neben der Persönlichkeit, das ist unser Startkapital, könnte man vielleicht sagen, Talente hinzu. Mhm. Und die Talente sind angeboren. Natürlich können wir uns Fertigkeiten aneignen. Dazu gehört aber oft Kraft und Wille und Zeit. Es kostet Energie. Talente, da geht alles so spielerisch. Mhm. Und deshalb glauben Gesichtleser, übrigens aller Kulturen, dass Talente Werkzeuge sind, um glücklich zu sein. Mhm. Und man hat auch, das ist jetzt mal Gott sei Dank auch von Wissenschaftlern festgestellt, empirisch festgestellt, Menschen, die ihre Talente nutzen, denen geht es irgendwie besser, wie jemand, der seine Talente nicht kennt oder sie ignoriert oder sie nur ganz selten anwenden darf. Ja. Also Persönlichkeit und die Talente nutzen führt dann dazu, dass ich ein selbstbestimmteres, authentischeres Leben führe, indem ich dadurch auch mein Dasein erkläre und dadurch lebe ich meine Lebensaufgabe. Was ja irgendwie dann auch schon wieder das Gesicht verändern müsste. So ist es. Man sieht Menschen eben sehr stark an, ob sie in ihrem Tun, in ihrem Dasein glücklich sind oder nicht. Mhm. Und natürlich, auch wenn man seine Lebensaufgabe lebt, feit einen das nicht vor Unfällen oder dass die Frau einen verlässt oder ja, dass man in einen Hagelsturm reinkommt. Aber in der Ausübung dessen, wo man seine Talente manifestiert, da sieht man, Mensch, da ist der zu Hause. Und diese Menschen können einen fesseln. Ich habe gerade neulich gesagt, ich
eine Brauereitour habe ich neulich da mal wieder mitgemacht. Das ist nicht meine erste. Ich will gar nicht Braumeister werden. Aber dann sieht man diesen Menschen, der da so aufblüht drin, dir das alles mitzuteilen. Und das reißt dich einfach mit. Und dann machst du die Tour mit. Und du siehst, der ist in seinem Element. Der hat etwas gefunden, wo er seine Stärken und Qualitäten ausleben kann. Hast du Lust? Also ich habe mir im Vorfeld gedacht, okay, wie können wir unseren Zuschauern und Zuschauern das möglichst lebendig rüberzubringen? Hast du Lust und bist du bereit, in meinem Gesicht zu lesen? Das könnte ich machen. Wir haben nur einen kleinen Nachteil. Mhm. Der kleine Nachteil ist, alles, was über dich schon rumschwirrt, was du auch über dich geäußert hast, könnte natürlich jetzt das sein, was ich schon irgendwo abgelesen und sonst irgendetwas habe. Ja. Das fordert in mir dann heraus, na, ich muss schon ein paar Sachen lesen, auf die anderen nicht so kommen. Dazu müsste ich alles gelesen haben, was man über dich so schreibt. Ja. Aber ich kann gerne ein bisschen lesen und auf gewisse Dinge stoßen. Also das, wenn du das möchtest, kann ich das gerne tun. Vorneweg, die Lebensaufgabe, das für alle anderen, bei dir ist das jetzt leichter, aber die Lebensaufgabe zu lesen, dann musst du dir schon Zeit nehmen, eine Stunde, eineinhalb, zwei Stunden, weil es bedarf Persönlichkeit, Talente und auch Lernsätze. Und da ist das Spannende eben bei dir, dass du natürlich, das sieht man an deinem Erfolg, sieht man aber auch an deinem Gesichtsausdruck, dass du natürlich auf den Spuren deiner Lebensaufgabe wandelst. Man kann natürlich überlegen, kann man da noch irgendwas anderes machen oder was auch immer, aber das ist dann, wie nennt man das, Polishen oder was auch immer. Mhm. Ja, also das ist ja schon deshalb fast klar. Was viele Leute vielleicht nicht wissen, ist, bei aller Sanftheit, die du hast und Einfühlsamkeit, da kommt man nicht von alleine hin. Das kann man auch nur, wenn man wirklich hart arbeiten kann und wenn man sich einsetzen kann und wenn man auch dann diszipliniert ist und sich eine gewisse Ordnung auch gibt. Und das wird oft vergessen. Ne? Viele denken, naja, der kann halt und dann ist er aufgeblüht. Aber das ist auf jeden Fall zum Beispiel auch schon mal Teil von dir. Und was man auch sagen muss, es ist gar nicht so leicht, dich für etwas zu interessieren. Denn du bist tatsächlich für die Chinesen jemand, der tief taucht, tief eintaucht. Mein Chinese hat immer gesagt, wer tief eintaucht, da wird es dann auch mal dunkel. Deswegen schnorchelt, da oben ist ein bisschen heller, da gibt es auch bunte Fische. Aber du tauchst tief ein, um Themen zu finden. Ein Lernsatz übrigens, den man dir aber geben würde, ist: Nicht immer, wo Nebel ist, ist dahinter etwas Besonderes. Diesen Lernsatz hast du in deinem Leben schon erfahren und gibst ihn aber auch an andere weiter. Andere, die immer glauben, dass hinter dem Nebel da was Großes ist. Was ich sehr interessant finde, ist diese Widersprüchlichkeit, dass du für Struktur und Ordnung und eine gewisse Methodik stehst, aber auch diese Impulsivität nie verloren hast. Impulsive Menschen sind eigentlich sehr weit weg von Struktur und Ordnung. Also Menschen haben immer Widersprüche. Das macht uns individuell, sonst wären wir alle relativ gleich. Das wäre zum Beispiel einer, der mir bei der... Woran siehst du das? Also die Struktur und Ordnung kann man bei dir an vielen Dingen sehen. Erstmal an der Struktur selbst deines Gesichtes. Das ist ein sehr stark ausgeprägtes Baumgesicht. Und Bäume haben sehr viele Social Skills. Das sind Menschen, die wollen schützen, trösten, Schatten geben, Früchte geben, lehren, Rat geben. Das sind die sehr stark zu Hause, sind deshalb auch gut geeignet als Mentoren und geben schon deshalb oft eine Struktur auch deshalb vor. Aber die Impulsivität, auch noch die Struktur sieht man an deiner Mimik. Das ist eine Mimik der Strukturvorgabe. Aber die Impulsivität, die sieht man tatsächlich an Augenbewegungen. Und wenn man noch in die Physiognomik geht, zu den Griechen, zu Aristoteles, würde man es zum Beispiel auch an der Ohrstellung sehen, also wie hoch sie sitzen und wie sie gestellt sind. Was vielleicht auch in diese Richtung dann schlägt, ist diese Mischung aus sanfter Wildheit. Das hätte ich zum Beispiel für dich als Buchtitel gewählt, wenn man sagt, du bist ein Buch. Was könnte man rauslesen, würde ich sagen, sanfte Wildheit. Sanft ist die Stimme, wie du sie nutzt. Sanft ist die Lippenbewegung, der Lippenschluss bei dir. Sanft ist das Gütige in den Augen, aber die Wildheit sieht man eben an der Struktur deiner Stirn, an den Augenbrauen, wie sie gesetzt sind. Die Chinesen nennen das die Sichel oder das Messer. Das beinhaltet auch, der sieht sanft aus, aber trotzdem brauchst du dich nicht mit ihm anlegen, der weiß dann schon, wie er sich wehrt. Aber auch an den Locken der Haare, also die dann irgendwann sich vor allen Dingen gegen Ende ja immer mehr eindrehen, das wird auch mit Wildheit verbunden. Es ist ja dieser Widersprüchlichkeit, den ja viele
Zum Beispiel Ureinwohner Nordamerikas, lange Haare, die dann die sind ja auch eher ja, naturverbundene, abenteuerlustige Menschen, die aber auch eine gewisse Sanftheit in sich tragen. Deswegen tragen auch einige Männer gerne so eine Struktur. Dass du die Stirn zeigst, da haben wir ja diesen schönen Satz, er will mir die Stirn bieten. Das finde ich sehr interessant, denn könnte mir vorstellen, dass das nicht immer der Fall war, aber dass du vielleicht jetzt mehr in der Situation bist. Tatsächlich hast du ein sehr starkes Philtrum hier. Das ist, nennen die Griechen, Philtrum heißt Anziehungskraft oder sie sagen Anziehungskraft der Liebe. Müsste man nochmal genau übersetzen, wie es heißt. Es ist auf jeden Fall ein Hinweis, dass jemand ein Talent der Bühne hat, weil er Menschen anzieht. Es gibt viele Menschen, die so ein Talent haben, aber nicht das Tool finden, wie sie das nutzen. Deswegen gibt es ja diese komischen Sendungen, wo jemand auf die Bühne geht und singt und man denkt, mein Gott, was macht er denn da? Der spürt in sich, er muss auf die Bühne, aber er hat halt das Tool nicht dazu gefunden. Ja? Oder er glaubt, es, auf der Bühne kann man nur schauspielern oder singen. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten. Dein Kinn verrät, wenn ich etwas tue, dann gebe ich 150%. Das zieht manchmal Menschen an, die dann nur 20% geben. Aber die Lesson hast du längst gelernt, sonst hättest du eine andere Mimik. Also da ist in deinem Gesichtsausdruck ist weniger Stress drin als in meinem. Die immer wieder auftretende Rötung der Ohren ist interessant, weil das bedeutet auch ein inneres Entzünden. Also du kannst dich innerlich immer noch entzünden. Das kann ein Thema sein, wo du dich dann so richtig, oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Es kann allerdings auch eine Entzündung sein, die man sich reinholt, weil man zum Beispiel eine Säure auslöst in sich, also eine eigene Übersäuerung oder eine von außen. Deswegen denke ich einfach mal, dass du im Bereich Ernährung auf alles Mögliche achten wirst, ohne dass man das hier am Computer so mitnehmen könnte. Ja, also auch das wäre, würde in diese Richtung gehen. Das Spannende für mich ist eigentlich, dass du zwar Verantwortung fühlst und dich verantwortlich fühlst, aber du bist halt auch freiheitsliebend. Diesen Menschen sagt man oft diesen Satz, wer Verantwortung übernimmt, der opfert dafür auch ein gewisses Maß an Freiheit. Deswegen ein wenig vorsichtig. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass du eben zwar eine Autorität darstellst, aber eben nicht die klassische Autorität. Also als König bist du eigentlich ungeeignet. Denn der König, der sitzt im Thronsaal und regiert und bringt ab und zu ein Dekret oder sowas. Aber das ist für diese Freiheitsliebe, die du hast, recht ungeeignet. Schwerpunkte bei dir sind Gesundheit und das Geistige, das Spirituelle. Aber du hast auch einen Warrior in dir. Das ist also ein Krieger, wenn man das so will. Heute würde man es ersetzen mit Business Skills. Und mit diesen drei Talenten, das Talent der Heilung, das Talent des Spirits, was man früher Mönchstalent genannt hat, und Talent des Kriegers, was man heute Business Skills nennt, mit diesen drei Talenten ordnet man dich in der Lebensaufgabe eigentlich einem Druiden zu. Warum? Naja, weil die Druiden, die haben diese drei Schwerpunkte. Früher sind die zum Volk gekommen, wenn die krank waren. Dann sind sie aber auch wieder gegangen. Sie sind aber auch zum Volk, wenn die spirituell gedarbt haben, wenn denen da so das Höhere gefehlt haben, das Idealistische. Und sie sind aber auch zum Volk gekommen, wenn da Krieg war, weil der König, der hatte so ein bisschen die Hosen voll da alleine gegen die andere Armee. Und dann hat er einen Druiden zu seiner Seite geholt und dann war das schon mal Motivation auch für alle. Deshalb glaube ich, dass deine Lebensaufgabe umschrieben mit diesem Begriff auch am besten zu sehen ist. Das ist eine Autorität, aber eine ungewöhnliche. Es ist ein Mensch, der sich gerne zurückzieht, nicht immer präsent sein muss, der lieber bei dem König mal vorbeischaut, welcher König das auch immer ist. Was bei diesen Druiden interessant ist, sie haben dann so Zauberbücher, könnte man vielleicht sagen, oder so sagen wir mal besonderes Wissen. Und das würden sie gerne tauschen mit anderen, also austauschen. Und da ist oft die Herausforderung bei den Druiden, weil diese Mischung aus, ich will fürs Volk da sein, aber ich hätte auch gern mal hier so ein paar andere Druiden um mich rum, da ist die Problematik. Also mit den Königen können die recht gut, das ist für die klar, wo die da so ticken. Aber diese Verantwortung haben fürs Volk und aber auch die Verantwortung für sich zu haben und mit anderen Druiden sich auszutauschen, daran kann es offen hin und wieder zum Problem kommen. Ne? Und da würde ich jetzt praktisch, wenn wir beide eine Sitzung hätten, einsetzen und würde dann gucken, welche Wesensmerkmale hast du da zur Verfügung, um da stärker vorwärts zu schreiten, wo sind die Herausforderungen, all diese kleinen Dinge. Ja, das ist so jetzt mal so ganz schnell durchgelaufen. Wow. Also das war jetzt wirklich, du hast das so einfach so rausgeschossen. Also das ist tatsächlich das, was du so on the fly in einem Gesicht liest.
Das war jetzt on the fly mit dem Druck, den ich hatte, dass ich jetzt nicht was sagen wollte, was schon 100 Mal über dich gesagt wurde. Ja. Und was man von dir annehmen kann. Hm. Das ist gar nicht so einfach, das ist ja logisch. Kannst du eigentlich überhaupt noch, ich sag jetzt mal, einen Menschen ganz unschuldig betrachten, weil das ist ja wirklich tief, was du daraus liest. Eine meiner liebsten Übungen. Also ich habe nach 3 Jahren gelernt, abzuschalten. Mhm. Denn ansonsten hast du eine Reizüberflutung, eine permanente. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und mein Verstand ist jetzt nicht so einer, der sagt, oh nö, dann machen wir mal nichts, sondern meiner ist wirklich einer, der sich ständig beschäftigen will. Also ich muss wirklich, das ist für mich Entzug, meinen Verstand nicht zu beschäftigen. Es ist gut, dass er sich nicht mit Gesichtern ständig beschäftigt, aber der findet dann was anderes. Ja. Da habe ich eher meine Herausforderung. Aber ich habe nach 3 Jahren gelernt, das abzuschalten. Und es ist eher mein Problem jetzt, dass ich häufig aufgefordert werde. Also bin ich mit Freunden unterwegs, dann kommt immer etwas so, schau mal, die da hinten, kannst du da was sagen? Ja, das. Ich habe jemanden kennengelernt, wer ist denn das? Ja, das ist eher meine Problematik gerade. Ja, ich kenne das vom Enneagramm. Ne? Ich lehre ja das Enneagramm. Bei mir ist ja mal, du, was ist denn der oder die für eine Fixierung und passt die zu mir, etc. Ja, also es ist ja auch eine enorme Verantwortung, die dieses Wissen mit sich bringt. Ja, ich höre das oft und ich finde das schön, dass Menschen so einen Gedanken auch haben. Mhm. Ich füge aber hinzu, dass wir die Selbstverantwortung der Menschen auch nicht außer Acht lassen dürfen. Ja. Ich sage auch oft, du musst ja auch nicht alles annehmen, was ich dir sage oder was überhaupt jemand zu dir sagt. Das ist völlig okay. Also hin und wieder fühle ich mich berufen, meinem Kunden zu sagen, Moment, ich sehe das so und interpretiere es so. Wenn du vom Gefühl her sagst, nee, das sitzt nicht, ich sehe es anders, dann lass es noch einmal durchrattern und dann folgst du dem, was du weißt über dich. Denn im Endeffekt kennt dich keiner so gut wie du. Naja, außer man hat eben eine Psychose oder man hat schwere psychische Erkrankung. Ja, dann ist man irgendwo eingeschränkt. Lass uns über dein Buch reden. Das, ich glaube, auch dieses Jahr gerade rausgekommen. Ne? Ich hatte es mal in die Kammer, es steckt gerade nicht scharf, aber du hast wahrscheinlich auch bei dir. Ich lese deine Lebensaufgabe. Genau, es kam vor. Genau. Also wir sind ja, du hast ja selbst vorhin gerade gesagt, wir werden eigentlich alle als Gesichtsleser und Leserin geboren. Und ich kann das voll teilen. Das ist ja eher so ein Instinkt, den wir haben. Ne? Da, du guckst manchmal Menschen an und du denkst, ah, irgendwas stimmt nicht. Oder weil eigentlich will ich ihn mögen, aber warum halte ich mich so zurück? Ist dein Buch auch dafür da, dass man das etwas bewusster selbst lernen kann, Menschen zu lesen? Dazu würde ich fast das Buch davor empfehlen. Mhm. Ich grüße dich, heißt das. Hast du das auch da? Habe ich gerade nicht griffbereit. Okay, wir verlinken es. Sieht aus wie der Aufsteller da hinten. Ist ein schwarzes Cover. Ich lese dich. Da kann man mehr in die Thematik einsteigen. Mhm. Diese Thematik hier, da geht es dann tatsächlich eher um Berufung. Mhm. Ich finde das schön, dass du das auch nachvollziehen kannst mit dem Gesicht lesen, dass wir das alle können und auch tun. Das tun wir ja. Aber es ist interessant, dass wir das immer mehr negieren und auch verlernen. Mhm. Und stattdessen überlassen wir das immer mehr Maschinen. Mhm. Also diese Gesichtserkennung, die es überall gibt, die ist ja nicht nur dazu da, zu sagen, Veit Lindau, sondern die ist mittlerweile in China so weit, dass sie sagt, Veit Lindau, heute ist er emotional da und da. Gesundheitlich geht es ihm heute einigermaßen okay. Er hat ein bisschen Bluthochdruck und so. Also das ist schon möglich. Ja. Während wir uns das selbst immer mehr absprechen und natürlich auch einschränken. Wir gucken, es ist auch Selbstbeschränkung. Wir gucken uns einfach nicht mehr so an, wie wir das mal getan haben. Und der Grund ist ja ein offensichtlicher. Der Blick in die Augen, der verbindet, der löst Oxytocin aus. Und wenn ich mich mit anderen verbinde, dann habe ich auch eine Verantwortung für den anderen. Und ich habe auch, möglicherweise muss ich Energie aufwenden, weil der andere mich mit hilfesuchenden Blicken anschaut. Nicht jedermanns Sache. Ja. Aus Sicht deines Wissens, was macht das mit einer menschlichen Psyche, wenn ein Mensch so drastisch sein Gesicht verändert? Also gerade hier im Bahn-Bahn, wir haben ganz viele Schönheitschirurgen und ich sehe des Öfteren so manch verunglückten Fall. Das muss sich ja dann eigentlich in der Logik, müsste sich das tatsächlich auch auf die Psyche wiederum auswirken. Ja, also erstmal will ich ein Plädoyer machen für alle, die ihr Gesicht
so authentisch wie möglich zeigen wollen. Denn das schönste Gesicht ist, man sagt oft, das verliebte Gesicht. Mhm. Aber das schönste Gesicht finde ich das neugierige Gesicht. Das neugierige Gesicht, wenn man das im Alter hat noch, dann siehst du vorneweg 20 Jahre jünger aus. Das ist eine Ausstrahlung, diese Neugier, das ist so umtriebig, so verspielt, so offen, so tolerant und dadurch auch liebevoll. Ja. Das ist das Gesicht, was uns wirklich strahlen lässt. So, und jetzt zu diesem Thema. Natürlich, wenn wir uns zum Beispiel unser Gesicht mit Botox behandeln, dann kann ich verstehen, man möchte da so kleine Ecken und Kanten da irgendwie abglätten. Es ist natürlich so, dass wir uns da was injizieren. Und zu glauben, dass man sich was injiziert und das hat einfach überhaupt keine Auswirkung, das halte ich halt für sehr naiv. Ich meine, natürlich ist das nicht so dramatisch, wenn man das ein- oder zweimal macht, aber ich kenne es aus Hongkong, wo das mit 18 anfängt, in Los Angeles auch und früher. Ja. Und diese, ich meine, reinspritzen ins Gesicht und dann über die Nervenbahnen findet natürlich dieser Inhaltsstoff auch den Weg zum Gehirn. Selbst wenn das nicht der Fall wäre, durch das Einspritzen limitierst du den Bewegungsablauf deiner Muskeln. Mhm. 43 Muskeln hast du. Wenn du sie nicht bewegen kannst oder eingeschränkt bewegen kannst, kannst du schwer nachvollziehen, was der andere fühlt. Ja. Kannst nicht mehr pacen, er paced nicht. Dadurch geht auch dieses Gefühlsleben verloren. Und jetzt kommt natürlich noch plastische Chirurgie dazu, die ich nicht verteufeln will, weil ich auch Fälle kenne nach schweren Unfällen und so weiter, wo das Gesicht wiederhergestellt wurde. Aber wenn es um Perfektionismus geht, weil man eine Nase unbedingt anders haben will und du schaust das Bild vorher an und denkst, ja, wieso, die Nase war doch vorher auch okay. Ja, das ist halt auch, naja, was macht das mit einem Menschen? Naja, man will nicht der sein, der man ist, sondern man will der sein. Ja. Und das ist die Frage, ob das der richtige Weg ist. Ne? Hast du da schon mal einen Fall gehabt, wo du sagen musstest, sorry, ich kann dich gar nicht lesen, weil ich sehe dein echtes Gesicht nicht mehr? In Dubai hatte ich mal einen Fall, da war es extrem. Also man konnte an 2, 3 Stellen sehen, da wurde echt extrem Hand angelegt und ich sagte dann, wie sahen Sie denn vorher aus? Und dann habe ich ein Bild bekommen. Dann sage ich, gut, dass Sie mir das zeigen, weil dieses Bild, das ich jetzt sehe, so wollen Sie sein. Mhm. Und dadurch, dass ich weiß, wie Sie sein wollen, muss ich mir jetzt einen Reim draus machen, wie Sie vorher waren. Ich muss also spiegelverkehrt lesen. Ja. Und daraus muss ich Rückschlüsse ziehen, warum Sie so sein wollen. Ich habe solche Fälle öfter gehabt. Dubai, LA, New York, da hatte ich solche Fälle öfter. Es ist unheimlich anstrengend für mich, Rückschlüsse dadurch zu ziehen. Ja. Und das Reading gerät dann oft auch in fast eine Therapiestunde. Und das bin ich nicht. Ich bin kein Therapeut. Mhm. Ich bin nicht mal ein Diagnostiker. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ganz häufig also an diese Grenze der Therapie kommt, weil ich meine, allein die wenigen Sachen, die du jetzt gerade mit mir geteilt hast, die gehen ja schon auch unter die Haut. Also und ich stelle mir vor, wenn jemand zu dir kommt und du konfrontierst ihn vielleicht damit, dass er relativ weit weg ist von seiner möglichen Lebensaufgabe, das tut ja auch weh. Das tut weh, aber schon, dass er da ist und danach fragt, ist schon wieder ein Hurra. Denn das heißt ja, dass ein Heilschmerz eingesetzt hat. Das ist das, was weh tut. Und Heilschmerz heißt, Heilung beginnt. Ja. Ich bin der Botschafter. Das ist meine Lebensaufgabe. Ich gebe die Botschaft mit und die Botschaft könnte dann lauten, geh zum Therapeuten oder geh zu dem und dem Menschen, der kann dich wirklich weiterbringen. Mhm. Ja, also ich nehme mich dann auch sehr schnell zurück. Ich bekomme oft das Angebot, willst du mich nicht länger begleiten? Aber ich bin kein Coach. Ja. Dein neues Buch heißt, ich lese deine Lebensaufgabe. Für wen ist das Buch gut geeignet? Erstmal für die vielen Menschen, die jetzt einen großen Bedarf haben, Berufung und Lebensaufgabe zu erkunden. Ich biete diese Themenfelder, alle Themenfelder seit 18 Jahren an, also Liebe und Ernährung, also eigentlich alles, was das Leben ausmacht. Lebensaufgabe war noch vor 4 Jahren erwünscht bei jedem 5., 6. Reading. Mhm. Und jetzt bei 3 von 4. Mhm. Das sagt schon einiges. Das heißt, in den letzten Jahren muss das die Menschen extrem beschäftigt haben. Vielleicht, weil sie im Homeoffice waren. Vielleicht, weil sie 24 Stunden rund um die Uhr mit einem Menschen nebeneinander gelebt haben, den sie vorher sonst nur am Wochenende ertragen haben. Also irgendetwas muss bei den Menschen das ausgelöst haben. Aber es ist auch generell so eine Tendenz. Ich sehe es ja auch bei den jungen Leuten, die gar nicht mehr so 100% im Job arbeiten, sondern ich mache 40, ich mache 50. Das war ja auch schon vor Corona der Fall. Ja. Deshalb ist dieses Buch, glaube ich, für alle geeignet, die so ein bisschen auf der Suche sind. Eine These da drin ist, suche nicht. Denn die Lebensaufgabe kommt zu dir, aber dazu musst du eine gewisse
eine gewisse Leistung vollbringen, wenn man so will, nämlich eine Atmosphäre kreieren, damit die Lebensaufgabe zu dir kommt. Für die ist es geeignet. Ich glaube auch, dass es für die Menschen geeignet ist, die jemanden in ihrer Familie haben, die ein Problem haben mit der Selbstverwirklichung und nicht genau wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Aber sie finden nicht die richtigen Worte. Im Buch gibt es so ein paar Hinweise. Es gibt nicht nur Hinweise übers Gesicht, sondern es gibt noch drei weitere Ansätze, wie man seine Lebensaufgabe finden kann. Also da gibt es kein Monopol. Ich glaube, es gibt mit Sicherheit 10 Wege, vielleicht 20, um seine Lebensaufgabe zu finden. Und da wollte ich dann auch noch 3 andere nennen. Ja, ich denke, es ist für jeden geeignet, aber ich weiß, dass der, der seine Lebensaufgabe lebt, dieses Buch eher nicht liest. Denn wer seine Lebensaufgabe lebt, der kommt auch nicht zum Gesichtleser und fragt, du, was ist meine Lebensaufgabe? Oder ich weiß, was meine Lebensaufgabe ist, aber ich will mal wissen, was du dazu sagst. Mhm. Ja, es war auch schön, dass du gesagt hast, liest mal in meinem Gesicht drauf los. Denn genau genommen lebst du deine Lebensaufgabe. Mhm. Dieser Schwerpunkt ist ja längst da. Also du wolltest eigentlich nur wissen, was sieht man in so einem Gesicht? Du hast ja nicht nach der Lebensaufgabe gefragt. Mhm. Und deshalb, wenn Kunden zu mir kommen und sagen, also ich kenne meine Lebensaufgabe, ich wollte mal wissen, was sie dazu sagen, sage ich, nee, ihre Lebensaufgabe kennen sie nicht, die leben sie nicht. Mhm. Cool. Ich mag das, dass du so ähnlich bist. Ja. Was jemand, der das Buch liest, also was lernt er durch das Buch? Ich bin ja so ein praktischer Mensch. Also das ist gut, weil es sind auch praktische Hinweise drin. Das Buch ist so ein bisschen, wie ich die ganze Sache vermittle. Es ist dahingehend authentisch in der Wiedergabe. Ich erzähle viele Geschichten. Mhm. Es sind bestimmt 30 Geschichten drin von Menschen, mit denen ich irgendwo auf der Welt zusammengetroffen bin und die ihre Lebensaufgabe suchen. Dann gibt es die praktischen Hinweise. Wo kann man denn da hinschauen, wenn man so lebt, aber das in sich spürt? Mhm. Und dann kann man durch das Beispiel zum Beispiel das lernen. Dann habe ich aber auch zum Beispiel Gesichtsformen da abgebildet. Zum Beispiel ein Baum. So, das ist ein schöner Einstieg in die Lebensaufgabe, weil wenn ich weiß, ich bin ein Baumgesicht, dann weiß ich zumindest, dass das Soziale, die Social Skills, das Lehren, Ratgeben und das Schützen Teil meiner Lebensaufgabe sind. Sonst hätte ich auch nicht diese Form entwickelt oder mit ins Leben bekommen. Und dann gibt es noch andere Hinweise, die es einfacher machen sollen, dass man Ansätze findet. Also ich weiß ja, dass es nicht gleich Peng machen muss und jetzt weiß ich, was es ist. Das ist zwar meine Aufgabe, aber oft reicht ja, dass der Stein ins Rollen kommt, indem man die ersten Dinge erkennt. Und dann ist das ja wie eine Lawine kann daraus werden, im positiven Sinne. Na, ich kenne das so, also wie gesagt, ich habe da auch immer eine Portion Skepsis, aber ich muss einfach tatsächlich sagen, dass mir immer mal wieder in meinem Leben Menschen begegnet sind, die etwas gelesen haben, zum Beispiel mein Horoskop, ja, oder auch schon mal mein Gesicht oder auch schon mal meine Hand. Und worauf ich immer geachtet habe, ist, also wo merke ich, etwas springt in mir an, etwas wird warm, etwas geht in Resonanz und sind oft so kleine Bilder oder Sätze gewesen, die dann im Nachhinein eigentlich fast so, ja, wie so ein Samenkorn gewirkt haben. Deswegen glaube ich, dass das voll Sinn machen kann, wenn man an so einer Weggabelung steht. Ja. Absolut. Also sich selbst mal richtig anzuschauen und wenn man das eben nicht mehr kann, sich anschauen zu lassen. Ja. Aber halt natürlich bei einem Menschen, dem man vertraut. Deswegen fragen ja auch viele die Mütter oder den Partner, was soll ich denn noch tun? Ja, wir müssen halt nur in Betracht ziehen, dass die vielleicht nicht ganz objektiv sind, weil die sagen, hey, ich sehe, dass du hinaus musst in die Welt und dann im Hinterkopf, nee, bleib du mal besser hier. Das kann natürlich passieren. Wir haben verlernt, uns selbst anzuschauen. Auch. Wer steht denn heute noch vorm Spiegel morgens und schaut sich mal 3 Minuten selbst in die Augen? Die meisten stehen vorm Spiegel, weil es da einen Auftrag gibt, Haare kämmen, Wimpern, ja. Aber sich 3 Minuten in die Augen schauen, das ist sehr, sehr nahe sich selbst kommend. Und dann löst man auch Oxytocin aus übrigens und das kann zu Selbstliebe führen. Oh Gott, wie schlimm. Nein, oh Gott, wie gut. Ja, kann ich nur bestätigen. Also die ersten 10, 20 Sekunden sind seltsam, aber dann passiert wirklich was, ja. Erik, das Buch und beide Bücher verlinke ich total gern unter diesem Podcast. Wenn jetzt jemand diesen Podcast sieht und sagt, ich wünsche mir eine Lesung, also wo und wie kann man dich erreichen? Der sicherlich einfachste Weg ist, dass man auf meine Webseite geht, erikstandup.com, da ins Betrefffeld reinschreibt, hätte gerne Lesung, live oder dort in der Stadt. Ich bin sehr viel unterwegs. Das landet bei meinem Office und die machen alles andere.
Ja. Machst du es auch online? Mache ich auch online. Allerdings, es gibt Themen, die ich nicht online mache. Zum Beispiel das Thema Gesundheit. Denn das lebt sehr stark von Färbungen, Schwellungen, Glanz, Schatten. Das kannst du online nicht so gut. Ja, gut. Das letzte Wort gebe ich an dich. Möchtest du gern unseren Zuschauern und Zuschauern noch was mit auf den Weg geben? Das letzte Wort, gut, dann nehme ich einfach das letzte Wort meines Buches, in dem ich schreibe, dass wir zwar viele Möglichkeiten in der Welt haben, aber in einer Welt, in der du alles sein kannst, sei du selbst, das ist immer noch das Erfüllendste. Ich danke dir ganz, ganz doll, auch für die Gesichtslesung, die mich wirklich berührt hat und für den Einblick in diese alte Kultur oder Kunst. Ich danke dir für die Möglichkeit, die Botschaft weiterzugeben. Richtig gern. Ciao, ihr Lieben. Danke, dass du diese Folge im Podcast Alles Menschen mit Veit Lindau und GästInnen gehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Und wenn du Lust auf mehr hast, dann kannst du diesen Podcast jetzt kostenlos abonnieren. Wir freuen uns, dass du hier mit dabei bist und wünschen dir eine wunderschöne Zeit. Bis gleich zur nächsten Folge.